Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen zu den täglich neuen Handelsideen hier auf Facebook Live. Das Ganze präsentiert von Tickmill, und natürlich nach dem Live-Event gibt es die Aufzeichnung hier auf Facebook beziehungsweise dann auch direkt im YouTube-Kanal von Tickmill. Worum es heute geht, werden wir gleich erfahren. Das steht auch im Blog-Eintrag geschrieben. Zuvor jedoch der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Was war gestern an den Märkten los? Man kennt momentan eine Nachricht, und die lautet hier: Italien. Italien hat gestern die Märkte wieder stark verunsichert. Es gab doch deutliche Verkäufe auch in den USA. Wir hatten über Nacht wieder in den asiatischen Märkten Verkäufe, sinkende Kurse gesehen. Die Volatilität ist nach oben gegangen. Die Anleihekurse sind nach oben gegangen aufgrund steigender Nachfrage für sichere Häfen. All das sind Dinge, die sich hier kurzfristig ereignen als Reaktionen auf die Nachrichten hier aus Italien. Da gibt es eurokritische Stimmen und so weiter und so fort. Das ist eine Gemengelage, die stößt momentan eher auf Unwohlsein als auf Kauflust. Und aus diesem Grund sind hier die Kurse auch gestern wieder ganz ordentlich gesunken. Schauen wir auch mal auf die Nachrichtenlage für den heutigen Tag. Neben diesen ungeplanten Nachrichten gibt es natürlich immer wieder Nachrichten, die können wir im Tagesverlauf und in der Marktvorbereitung auch sehr schön nutzen, um zu wissen, wann hier wo die Musik spielt. Und das, Sie wissen das auch, die Zuschauer von Ihnen, die mir hier regelmäßig zuschauen, ist eine ganz normale Routine. Wenn Sie traden, brauchen Sie eine Routine, die Sie in die Lage versetzt, den Tag gut planen zu können. Und dazu gehören neben dem Check der Charts nach aussichtsreichen Situationen natürlich auch die Tagesnachrichten. Denn wenn wir investiert sind und plötzlich gibt es den ATP-Beschäftigungsindex oder Nachrichten zum Öl, das kann zu sehr starken Preisbewegungen führen, und wer da auf dem falschen Bein erwischt wird, der ist halt schlecht vorbereitet, und das muss bei solchen Nachrichten wirklich nicht sein. Schauen wir uns die wichtigsten Nachrichten des heutigen Tages an. Um 9.55 Uhr gibt es die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Dann um 14.15 Uhr aus den USA, auch in Richtung Arbeitsmarkt, und zwar das ATP-Beschäftigungsverhältnis, das heißt hier die Veränderung für den Monat Mai. Und dann gibt es auch um 14.30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt der USA oder in den USA für das erste Quartal. Im Bereich der Nachrichten gab es um 8 Uhr die Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Es ist eine sehr positive Überraschung gewesen. Es war eine Prognose von einem Zuwachs von 0,5%, nachdem es im Vormonat einen Rückgang um 0,4% gab. Aktuell sind die Einzelhandelsumsätze doch schön gestiegen um 2,3%. Das ist sehr, sehr interessant. Und in diesem Zusammenhang gab es um 8 Uhr auch noch ein paar weitere Nachrichten zu der Preisentwicklung hier, die der Importpreisindex für Deutschland im April beläuft sich oder steht ungefähr relativ stabil. Wir hatten eine Prognose von 0,7. Jetzt haben wir hier eine Echtzahl von 0,6. Das heißt, die Prognose wurde nur ganz, ganz leicht hier entsprechend unterschritten. Die vorherige Wachstumsrate hier war bei 0%. Also wir haben ganz, ganz leichte Preissteigerungen, die etwas unter der aktuellen Prognose lagen sozusagen. Und die Einzelhandelsumsätze in Deutschland, da gab es die Prognose von einem Zuwachs von 1,3. Der Markt hat hier 1,2 gegeben. Ich denke, das wird auch nicht so dramatisch sein auf Jahressicht gesehen, denn die Einzelhandelsumsätze auf Monat, die sind auch schön gestiegen. Was gibt es dann noch? Die Arbeitslosenquote, die wird direkt auch immer mit der Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland gegeben, das auch um 9.55 Uhr. Um 12 Uhr wird der Verbraucherpreisindex für den Monat Mai in Deutschland veröffentlicht. Auch hier die wichtige Stellschraube für die Inflation. Das sind die wichtigsten Dinge, die wir heute haben. Um 14.30 Uhr gibt es dann in den USA noch die Warenhandelsbilanz, und um 20 Uhr der
Konjunkturbericht, das Bischbuk, bevor dann um 22.30 Uhr den Reigen der heutigen Nachrichten der API Rohöllagerbestand hier veröffentlicht wird. Das wichtige Nachrichten für das Öl. Wir haben das Öl heute auch im Blog-Eintrag für die heutigen Handelsideen mit drin. Ich habe es mit aufgenommen, weil durch den starken Kursrückgang ist der Markt hier in eine interessante Preissituation gekommen. Aber das werden wir dann direkt auch gleich in den Charts sehen. Und damit gehe ich mal rüber in die Charts hinein. Sie sehen hier noch aus meiner Marktvorbereitung den Index DAX 30 offen hier im Stundenchart. Wir sehen hier, ich habe den DAX heute nicht vorbereitet als Handelsidee, aber ich habe das mal für Sie offen gelassen, weil ich hier zwei oder eine interessante Sache gesehen habe, wo ich weiß, dass diese Dinge häufig auch auf Interesse stoßen. Und zwar, was ich hier gesehen habe, was für mich interessant war, ist dieses, warten Sie, ich zeige es Ihnen mal ganz kurz, dieses Level hier, hoch, das war das falsche, kleinen Augenblick, der falsche Indikator gewählt, zack, weg damit, so. Was ich interessant finde hier, schauen Sie sich das mal an, in den letzten Tagen, das schaue ich mir im Währungsbereich auch immer sehr gerne an, gab es hier über Nacht, sozusagen in den späten Abendstunden, der DAX hat ja hier in diesem Bereich keinen 24-Stunden-Handel, wie das die US-Indizes haben, haben wir immer wieder solche Ranges, solche flachen Ranges, die hier, ich zeichne das einfach mal kurz ein, sieht jetzt nicht schick aus, der Markt springt immer an bestimmte Levels hier, aber das ist jetzt nicht so schlimm, ich denke, es verdeutlicht, was ich meine. Wir haben solche Übernacht- oder Spätabend-Ranges in diesem Index und die letzten drei Tage hat der Markt hier kurzfristig immer diese entsprechenden Ranges, sage ich mal, hergegeben, um kurzfristige Trades zu machen. Das heißt, man kann hier Range Breakout nach oben und nach unten betreiben, im kurzfristigen Zeithorizont. Das hat jetzt die letzten Tage relativ gut funktioniert, wenn es in der Nacht auch aufgetreten ist. Muss man halt aufpassen, dass diese Ranges relativ flach sind, damit auch das Risiko nicht zu groß ist. Und das zeigt uns einfach hier, wenn Sie mal schauen, meistens fängt das Ganze hier, das ist wirklich in der Nacht sozusagen, Sie sehen es hier unten eingliedert, wo das Ganze dann entsteht. Hier ab 20 Uhr ist das Ganze dann gelaufen, bis auch in die frühen Morgenstunden hier hatten wir es auch durchweg laufend in den über die Nachtstunden sozusagen diese Range, also zu der Zeit, wo sozusagen ein Großteil der Händler gar nicht da ist. Das heißt, der absolute Handel oder der Handelsschluss in Deutschland ist ja für den Markt 17.30 Uhr. Und dann wird häufig noch weiter gehandelt, bis der US-Markt schließt, also um 22 Uhr. Und dann ist hier erstmal relative Ruhe, da passiert nicht ganz so viel. Und trotzdem sehen Sie, die Kurse laufen halt über Nacht hier in diesem Bereich auch Stück für Stück weiter. Sie sehen es ja hier im Chart, im CFD hier sozusagen. Und das sind Dinge, die können Sie zum Traden nutzen, weil wir natürlich diese Range-Ausbrüche gut für kurzfristige Setups in den Markt entsprechend legen können. Also das sieht man immer wieder mal, wie schon gesagt, in Währungen sieht man das Ganze auch. Wenn da Interesse ist, kann ich diese Strategie, diese Range-Strategie auch über die Nacht gerne einmal vorstellen, die hier vernünftigerweise genutzt werden kann für das kurzfristige Trading. Bei Interesse einfach mal eine Info geben, dann mache ich das in einem der Freitagswebinare im edukativen Teil sozusagen. Gut, dann schalte ich mal um in den Tageschart und dann direkt in den WTI. Was ist hier im WTI passiert? Wir hatten den WTI vor einigen Tagen ja schon mal besprochen, wo wir gesagt haben, wie sieht denn hier der Trendverlauf im Momentanen aus? Und da sehen wir hier in diesem Chart auch ein Trendverlauf sozusagen, der hier über große Schwünge auch agiert, wo man sehr, sehr stark verschiedene Trendgrößen auch ineinander fließen sieht. Und wir sind jetzt hier in der Situation, dass wir sozusagen den Markt an sich in eine Position gebracht haben, dass dieser kleine Bewegungstrend hier dieser blau eingezeichnete gebrochen wurde und auch dieser schwarz eingezeichnete Trend jetzt hier das Korrekturtief unterschritten wurde und dann den Markt sozusagen rausgenommen hat. Und jetzt sind wir hier in ein Level reingelaufen. Sie sehen es hier, ich mache das mal ganz kurz für Sie auch etwas größer, wo wir sehen können, wo der Markt hier entsprechend angehalten hat. Und das ist ein Level gewesen hier an diesem Bereich, wo wir
sozusagen um die Kursmarke von 65,50 so ein bisschen Haltepunkt hatten. Wir sehen das hier, das kam aus dieser kleinen, aus diesem untergeordneten Trend, war hier ein Korrekturtief an dieser Stelle bei ungefähr 65,50 und die hat der Tag jetzt am 28.05. reingepiekst und ist wieder hochgelaufen. Dann gestern gab es ja auch einen Punkt, wo der Markt rangelaufen ist und wieder hochgelaufen ist. Und momentan notieren wir hier auch höher. Das könnte unter Umständen sein, dass wir hier eine kurzfristige Gegenreaktion auf das Ganze sehen oder der Markt sagt sich, es war eine totale Übertreibung und läuft dann entsprechend wieder nach oben. Und da ist es halt gut, wenn wir mal in den Stundenchart hineinschauen, was sich hier gibt. Und da sehen wir sozusagen hier schön einen seitwärts laufenden Markt. Das sind nicht immer, aber oftmals so Seitwärtsphasen, die dann zur Bodenbildung taugen, wo der Markt dann entsprechend wieder nach oben rausgeht. Das heißt, hier sehen wir oder sollten wir dann sehen, wenn wir das Ganze in Fortsetzung sehen, dass wir hier sozusagen eine Aufwärtsbewegung hatten, dann eine Korrektur, die kein tieferes Tief gemacht haben und dann der Markt hier entsprechend mit nach oben läuft. Das wäre das positive Szenario, das wäre dann so eine Gegenbewegung gegen diesen starken Kursverfall nach unten. Und das sind dann die Dinge, die hier natürlich entsprechend in den Markt reingehen, wo wir dann sehen können, der Markt dreht jetzt wieder rum. Dazu muss man auch sehen, es gibt halt auch bestimmte fundamentale Faktoren, die ich gerne auch in Betracht beziehe, gerade beim Öl. Man muss einfach auch sehen, dass wir hatten jetzt die letzten zwei Wochen Rückgänge in den Rohöllagerbeständen, Aufbauten. Das heißt, die Rohöllagerbestände sind nicht so weit zurückgegangen, wie das der Markt erwartet hatte. Wir hatten in der letzten Woche, in der vergangenen Woche sogar auch wieder einen Zuwachs gehabt. Das sind so Dinge, dass man merkt, okay, der Markt ist momentan ein bisschen überversorgt mit Öl. Das sorgt natürlich dann für fallende Preise, weil die Nachfrage nicht ganz so hoch ist. Dann haben wir momentan auch die Situation, dass wir einen sehr, sehr starken US-Dollar haben. Und da gibt es ja auch immer in bestimmten Zeiten so eine Korrelation zwischen der Entwicklung vom Ölpreis und der Entwicklung vom US-Dollar. Das spielt dem Ganzen mit dem Boot. Und dann halt momentan so ein bisschen diese Krisenstimmung in Italien. Das kann auch etwas auf die Stimmung drücken, wo man einfach sagen kann, okay, da ist auch in diesem Abwärtsschub ein gewisses Maß an politische Börse auch noch mit drinnen, die im Vorfeld mit den ganzen Kriegsgeschichten, die wir hatten, für einen steigenden Preis gesorgt haben. Jetzt ist da etwas mehr Ruhe eingekehrt auf dieser Seite. Das ist nicht mehr ganz so präsent. Das heißt, der Druck dort ist raus. Und dann kommen halt die gegensätzlichen Nachrichten, die eher die negativen Szenarien auf eine Überversorgung mit dem Ölpreis in Verbindung auf fallende Kurse gesetzt hat. Das sind so Mischungen, die sich immer wieder ergeben. Und jetzt haben wir halt eine Situation, wo beide Sachen so ein bisschen auslaufen. Die Ängste und Befürchtungen doch nicht ganz so wahr werden, wie das damals gespielt worden ist oder aktuell sich spielt. Und das kann dann durchaus dafür sorgen, dass wir erstmal eine Gegenreaktion bekommen. Die Gegenreaktion würde uns dann nach oben erstmal in ein paar Preislevel bringen, wo wir hier sehen, wo Marken sind, wo der Markt ja auch schon mal rumgedreht hat. Also wirklich gesagt, das ist jetzt das Kurzfristige im Trading. Danach kann sich natürlich auch was Mittelfristiges ergeben, aber wir schauen hier erstmal, was aus dieser Bodenbildung wird. Anlaufpunkte wären dann erstmal hier unten aus diesem Trendrutsch, den wir hier gehabt haben, sozusagen hier dieser Durchbruch unten, das wäre dieses Level von 67,39, dann natürlich hier oben dieser kleine flache Korrekturbereich bei 67,85, dann haben wir hier oben diesen Hochbereich dieser Stundenkerze bei 68,36 und dann hier oben nochmal um die 68,70, also so ein paar kleine Anlaufpunkte, das sind jetzt keine riesengroßen Widerstände, aber es sind kleine Anlaufpunkte, die doch für kurzfristige Trades genutzt werden können, dass der Markt dorthin läuft und wenn wir dann mal in den Tageschart hineinkommen, sehen Sie, warum ich das gemacht habe. Wir haben hier halt im Tageschart wenig Anlaufpunkte, wo wir reingehen können. Diese Kerze hier vom 25., die ist so extrem tief gelaufen, dass wir halt null Anhaltspunkte haben, wo der Markt irgendwo hinlaufen kann. Aus diesem Grund habe ich in die untergeordnete Zeiteinheit mal reingeschaut, in die Stunde, um zu schauen, wo könnten denn dort Marken sein, wo entsprechend der Markt mal ja hingelaufen ist, was man eventuell als Anhaltspunkte nehmen kann. Sie sehen hier oben ja auch diesen Verlauf, das schwingt so ein bisschen durch die Gegend und dann kam halt dieser massiv starke Rutsch nach unten, wo es dann bald noch Sinn machen würde, in die noch kleineren Zeiteinheiten zu schauen, um sich dort die Trends mal anzuschauen. Also das heißt, wenn Sie da mal in den 15-Minuten-Chart reinschauen und wir uns das hier klein genug zoomen, dann sehen wir halt diese Trendverläufe auch noch etwas visuell besser aufbereitet, ne? Und dann sehen Sie halt diese Levels hier, wo der Markt hier auch Stück für Stück hochgelaufen ist, wo dann eventuell diese Marken entsprechend nutzbar sein werden, um hier die Korrektur hochs entsprechend anzulaufen. Das sind die Bereiche, da habe ich diese Zahlen auch hergenommen, um zu schauen, wo es im kurzfristigen Bereich auch hingehen kann. Also das zur Handelsidee
im WTI auf dieser Seite nach oben. Sollte der Markt hier weiterhin mit Schwäche reagieren, das heißt, dass wir weiter abverkaufen und das, was wir hier sehen, ist nur momentan ein bisschen seitwärts getingelt, bevor wir einen weiteren Rutsch bekommen, dann wäre der nächste Anlaufpunkt natürlich wieder der Bereich hier unten um die 65,50 als erste Unterstützung. Danach können wir hier auf das Tagestief schauen vom 11.04. Hier, da haben wir das Tagestief bei um die 65 US-Dollar. Das wäre dann auch ein Anlaufpunkt und die liegen auch relativ nah beieinander. Und dann ist hier im Tageschart natürlich noch das Tief dieser Kerze hier zu sehen vom 10. April. Das ist dann um die grob über den Daumen bei 63,10. Also die 63-Dollar-Marke könnte hier unter Umständen auch noch angelaufen werden. Wir werden sehen, was der Markt hier macht. Auf alle Fälle haben wir hier zwei Szenarien zur Hand, wo wir einfach kurzfristig miteinander traden können und entsprechende Handelssetups in den Markt legen können. Gehen wir weg vom Öl, schauen wir auf zwei Währungen. Das ist der britische Pfund Neuseeland-Dollar und Neuseeland-Dollar-Kan-Dollar, den ich heute für Sie mitgebracht habe oder die ich heute für Sie mitgebracht habe. Und dann fange ich gleich mal an mit dem britischen Pfund Neuseeland-Dollar. Hier haben wir es auch wieder im Tageschart. Im Tageschart ist hier eine doch interessante Situation gestern aufgetreten. Sie sehen es, der Markt, was er macht. Wir sind hier aktuell in einem Abwärtstrend. Den zeichne ich Ihnen auch direkt gleich mal noch ein. Und dann haben wir jetzt hier die Situation, wenn wir uns diesen Trend einmal genauer betrachten, dann sehen wir halt, dass dieser Trend doch deutlich weit in der Bewegung steht. Und wir hatten hier gestern ein erstes Signal, dass es zu einer Korrektur dieser Bewegung kommen kann. Das heißt, für diejenigen von Ihnen, die gerne auch mal Korrekturen traden, weil sie auch weit genug laufen können. Wir sehen ja, wie stark die Korrektur der ersten initialen Bewegung hier dieses Trends gewesen ist. Die ist auch deutlich weit zurückgelaufen. Das heißt, diese Chance besteht ja jetzt hier auch. Und wir sehen auch, dass der Markt diese Chance auch heute schon wahrgenommen hat. Das heißt, dieses Umkehrsignal hier gestern ist aufgetaucht im Chart. Und da schauen wir uns einfach mal den Stundenchart an, was hier in der Stunde entsprechend passiert ist. Und hier sehen wir halt die interessante Situation. Wir haben entsprechend den Abwärtstrend hier im Markt auch laufen. Er ist schön weit überdehnt hier in der Bewegung. Dann gab es noch eine Korrektur, die hat hier unten nochmal ein neues Tief gemacht. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir hier sozusagen diesen Abwärtstrend gebrochen haben, nach unten gelaufen sind und dann hier, wenn der Markt nach oben läuft, dann haben wir hier einen intakten Aufwärtstrend. Hier gab es vorher schon mal einen untergeordnet kleinen Aufwärtstrend, den sehen Sie hier. Der hat sozusagen die initiale Bewegung dargestellt, die diesen Abwärtstrend gebrochen hat. Und wenn sich die Korrektur dieser initialen Bewegung jetzt weiter nach oben fortsetzt, dann haben wir hier in diesem Markt, ich mache die Farbe von dem Trend auch gleich mal für Sie noch anders, dass Sie das etwas unterscheiden können hier, auch im Video, dann haben wir hier untergeordnet entsprechend einen Aufwärtstrend, wenn es zu dieser Bestätigung kommt und der Aufwärtstrend könnte sich dann fortsetzen, um dann hier in diese höheren Levels auch reinzulaufen. Das heißt hier, die nächsten Anlaufpunkte wären dann erstmal dieses Hoch in diesem Bereich hier um die, wo haben wir es gehabt, um die 1,92,466 und dann schauen Sie, haben wir hier diese Bewegung, dieser Bewegungstrend, dieser abwärtsgerichtete Bewegungstrend nach unten, hat hier doch noch einige Anlaufpunkte, die wir hier als Widerstandszonen nutzen könnten, beziehungsweise wo der Markt eventuell Widerstandsanlaufpunkte gibt. Und das wären dann entsprechend hier noch bei 1,92,7 und hier oben bei 1,93,029, bevor wir dann hier entsprechend auch in diesen Bereich reinkommen, wo wir aus dem Tageschart auch ein Level sehen bei 1,93,217. Das heißt, das wäre dann hier oben dieser Bereich dieser Tageskerze. Das mache ich gleich für Sie nochmal größer. Schauen Sie, das Hoch dieser Tageskerze wäre dann hier der Anlaufpunkt über das Hoch der Vortageskerze, also die Kerze vom 28.05. sind wir ja schon rangelaufen. Das heißt, im Tageschart wäre dann der nächste Anlaufpunkt hier oben das Hoch der Vortageskerze, also vom Prinzip vom 25. Mai, was wir hier haben. Das ist das Szenario für die Oberseite. Da wir aber auch in die Situation kommen können, dass diese Korrektur nicht stark wird, sondern einfach nur kurz andauert und der Markt dann wieder rumdreht, müssen wir natürlich auch immer einen Blick für das Szenario B werfen. Und hier sehen wir in diesem Szenario B einen Bereich, den habe ich Ihnen mit einer dicken grünen Umrandung angezeigt. Hier sehen Sie sich diesen Bereich hier mal an. Da ist der Kurs hier vorne haufenweise in diesen Bereich reingelaufen und immer wieder nach oben rumgedreht. Und das ist dann natürlich ein Support-Level,
das vom Markt sehr, sehr viel Beachtung gefunden hat. Und es könnte unter Umständen auch sein, dass der Markt direkt wieder runterdreht. Das heißt, dass es nur ein kleines Aufbäumen hier gewesen ist. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass wir aus dem Stundenchart direkt wieder raustreten können, solange oder sobald sich wieder in der Stunde ein Abwärtstrend ergibt. Und danach wäre der nächste Anlauflevel erstmal natürlich hier das Tief von gestern bei 1,90829. Dann haben wir hier unten einen Bereich um die 1,90, 1,10 und dann hier dieses Major Support Level, was wir schon gerade besprochen hatten bei 1,89,59 in diesem Bereich hier unten. Das wäre dann der Anlaufpunkt. Dazu würde sich dann hier sozusagen im Stundenchart dieser angefangene Aufwärtstrend nicht fortsetzen, sondern wir würden hier sozusagen einen Abwärtstrend bekommen. Also das heißt, das wäre dann der Fall, dass der Markt jetzt hier nach oben läuft, um dann wieder hier Stück für Stück nach unten zu laufen. Dann hätten wir sozusagen zwar eine initiale Bewegung gehabt, die diesen Abwärtstrend gebrochen hat, aber die war dann eine Fehlbewegung und wir könnten jetzt hier einen neuen Gegentrend bekommen, abwärtsgerichteten Gegentrend, und das wäre dann eher ein Zeichen, dass der Markt die Unterseite wieder anstört, und das könnten wir dann für die Alternative B als Trading-Idee entsprechend auch mit nutzen. Und damit gehe ich noch zum zweiten Währungspaar, und zwar ist das das Neuseeland-Dollar-Kan-Dollar oder Neuseeland-Dollar-Kan-Dollar ohne Artikel. Hier im Tageschart auch erstmal der erste Blick rein, und hier sehen wir, ich habe es Ihnen eingezeichnet, einen schönen Abwärtstrend, der momentan sehr tief in seiner Korrektur steht. Die Korrektur hat uns hier auch einen Aufwärtstrend geschenkt. Sie sehen es hier, es hat sich ein Trend gebildet, der jetzt weit in die Korrektur reingelaufen ist. Gestern gab es hier ein erstes Umkehrsignal, dass die Märkte nach unten laufen, und diese Umkehrsignale können natürlich immer zwei Sachen bedeuten. Zum einen, dass der Markt nach unten läuft, weil wir einen Abwärtstrend haben, zum anderen aber, dass es nicht getriggert wird und der Markt sozusagen nach oben läuft. Wir können hier innerhalb der momentanen Korrektur noch in den Bereich dieses Korrekturhochs laufen, was wir hier gehabt haben, um die Preise von 0,90753, das ist ohne weiteres möglich, ohne diesen Abwärtstrend hier zu verletzen. Das heißt, dass dann würde sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen. Wir sehen hier die Korrektur in Aufwärtstrend und der Markt springt hier schon wieder nach oben. Das wäre dann das Anlauflevel, das erste erstmal. Danach könnte dieser Trend gebrochen werden und weiter hochlaufen, aber das ist momentan noch nicht der Fall. Aktuell sind wir hier in diesem Aufwärtstrend, der die Korrektur darstellt, und gestern gab es hier das erste Umkehrsignal und der Markt ist heute Morgen schon etwas drunter gelaufen. Anlaufpunkte nach unten. Wenn dieser Markt tatsächlich jetzt wieder in den Bewegung, in den Bewegungsarm übergeht, während dann hier das Kerzentief vom Montag sozusagen, also diese Kerze hier, das wäre dann die 0,89590, dann haben wir hier das nächste Tagestief vom Vortag 0,89034, bevor wir dann hier dieses Korrekturtief, dieses kurzen gebildeten Aufwärtstrend sehen, das wäre dann die 0,88569, bevor wir dann hier unten diesen alten Tiefpunkt wieder anlaufen könnten bei 0,87884 in diesem Bereich. Das wäre der Fall, dass der Markt hier einfach wieder rumdreht. Momentan spielt er dieses Szenario noch nicht. Heißt, wir schauen hier mal in die Stunde. Wir haben in der Stunde sozusagen einen Markt, der nach oben läuft. Aber wir sehen halt, dass dieser Markt gebrochen wurde. Ne? Hier haben wir den Aufwärtstrend, der das Ganze nach oben geschoben hat. Dann ist das Ganze hier gestern gebrochen worden. Das heißt hier, ich zeige es Ihnen nochmal, das war sozusagen die vorletzte Bewegung. Das war das aktuelle Korrekturtief, was wir hier hatten. Und dann gab es nochmal ein Hoch. Und dann hat der Markt, und so ist die Umkehrkerze auch entstanden hier, das Ganze gebrochen, ist nach oben gelaufen und hat dann einen Abwärtstrend gebildet, der jetzt intakt ist. Das heißt, wir haben in der Stunde einen Abwärtstrend, der in Richtung des Tagesabwärtstrends läuft. Das ist sozusagen sehr, sehr interessant. Und was wir hier halt momentan haben, ist eine sehr tiefe Korrektur in diesem bestehenden Stundenabwärtstrend. Und den können wir schon dazu nutzen, sozusagen, wenn dieser rumdreht, hier Handelssetups in die fallende Richtung zu sorgen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze dann mal in den 5 Minuten anschauen, dann sehen wir sozusagen hier das Ganze auch bestätigt. Das heißt, die Korrektur, die wir gerade erleben, hier sehen Sie die schwarzen Linien, das sind der Abwärtstrend, das ich gerade in der Stunde gezeichnet habe. Und hier oben haben wir jetzt schon wieder eine Umkehrsituation. Also das ist ein sehr, sehr tolles Gemisch, was wir hier momentan sehen. Wir haben sozusagen das Signal, der Markt will wieder runter. Sie sehen hier den Aufwärtstrend, der ist jetzt hier entsprechend, hier haben wir das letzte Korrekturtief, wenn der Markt runterläuft. Wir haben jetzt hier in diesem Markt schon wieder einen Abwärtstrend, der sich gebildet hat. Dieser Abwärtstrend hat momentan zwar noch nicht den Aufwärtstrend gebrochen, aber er hat das Potenzial dafür. Und wenn er dann unterläuft,
unter diesem Bereich hier drunter läuft, hier, dann ist dieser Aufwärtstrend gebrochen. Wir haben einen intakten Abwärtstrend in den 5 Minuten, der in den intakten Abwärtstrend der Stunde läuft, also hier in diese Richtung. Und dann laufen die 5 Minuten und die Stunde und der Tag in die gleiche Richtung. Und das ist doch ein tolles Potenzial, was wir hier nach unten haben. Und das wäre dann das Zeichen, dass der Markt die Unterseite anlaufen möchte und dann entsprechend hier die von mir eingezeichneten Linien durchaus auch anlaufen kann, was das Potenzial für diese Chartsituation ergibt. Damit bin ich im Ende des heutigen Webinars auch angelangt. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere Idee mitnehmen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr, sehr darüber, dass Sie auch morgen wieder zuschauen. Gegen 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag auf der Website von Tikmil beziehungsweise direkt auch hier auf Facebook. Und um 9 Uhr starten wir dann entsprechend mit der Besprechung unserer Handelsideen. Dann verabschiede ich mich für heute bei Ihnen, wünsche Ihnen einen angenehmen sonnigen Tag und gute Trades. Bis morgen, Ihr Mike Seidel.